BM ist ein sehr schöner Junge. So, damit willkommen zu einem neuen Frag den Würfel von euch gewählt. Hier die Abstimmung eingeblendet. Ich habe die Abstimmung gar nicht angeguckt, Alter. Locker hat jetzt so Minecraft Minecraft gewonnen und sowas. Und ich nehme jetzt einfach Frag den Würfel auf. Keine Ahnung. Aber ich bin mir zu 99,99% sicher, dass ihr Frag den Würfel genommen habt. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf gut Glück. Und jetzt mache ich dann auch ein Frag den Würfel. Ich habe euch auf YouTube und Twitter gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Und das habt ihr auch. Und deswegen nehme ich jetzt einfach so mal 4, 5, 6 Stück raus, werde die beantworten und dann gucken wir mal, was dabei so rauskommt. Wir fangen einfach mal mit einer Frage an, die ich schon mal beantworten wollte, und zwar von @lisa_lilyplays wahrscheinlich. Ich kann es nicht ganz sehen, mein Handy zeigt es mir nicht ganz an. Auf jeden Fall hat sie gefragt, @cubetv_ fragt den Würfel, wenn du dich ein Tier verwandeln könntest, welches Tier würde am ehesten zu dir passen und in welches würdest du dich gerne verwandeln? Was würde am ehesten zu mir passen? Ein Affe. Ein dummer, behinderter, verspielter Affe. Ja, das passt zu mir. Und in was will ich mich gerne verwandeln? Keine Ahnung, eine Ameise. Warum nicht? Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich mal so für einen Tag mal gerne so eine Katze sein, Leute. Stell dir mal vor. Einfach den ganzen Tag chillen. Das ist doch geil. Also ich würde mal gerne so einen Tag mit meiner Katze tauschen. Na, und was würdest du davon halten? Oh, nee. Die nächste Frage kommt von @julie_lou@cubetv. Hashtag fragt den Würfel, erinnerst du dich an deine ersten Videos? Ja, also zumindest auf dem Kanal. Ich hatte ja vor dem Kanal schon mal einen Kanal. Da war ich 12 oder so. Keine Ahnung. Die Videos sind alle auf privat und ich kann mich nicht mal mein Passwort erinnern. Deswegen kann ich euch leider davon nichts zeigen. Das wäre echt lustig. Aber an die Videos, meine ersten Videos von dem Kanal kann ich mich erinnern. Und an meine allerersten Videos vom alten Kanal kann ich mich sogar teilweise auch noch erinnern. Also von dem Kanal war es ja eine Runde Survival Games. Hab ihn! Sehr gut. Ich hab ein Eisen. Warte, da kommt einer mit Schwert. Das war schon die beste Qualität ever, also. Und ich hab da auch so gut kommentiert, meine Videos waren da der Burner. Ich hab mich echt verschlechtert zu heute. Damals war ich echt schon gut. Wo wir schon beim Thema BM zockt sind, der fragt nämlich, @clubbv, fragt den Wirf, wie kommst du damit klar, dass mein Merch viel toller ist als deine? Ja, da ich dein Merch-Mitbegründer bin, also ich ein Mitbegründer von deinem Merch bin und 50% der Einnahmen krieg, finde ich das eigentlich sogar relativ gut. Also, ja. Abhänger fragt, okay, jetzt mein vierter Versuch, in einen Frag den Würfel zu kommen. Du hast es offiziell geschafft. Erste Frage, wann hast du YouTube entdeckt und wer war der erste YouTuber, den du geschaut hast? YouTube entdeckt habe ich durch dein Game namens Bioshock, was auch eins meiner Lieblingsgames ist. Geguckt habe ich vom lieben CK, den gibt es halt gar nicht mehr. Und Minecraft habe ich angefangen vom lieben Concrafter und Shuffle. Aber durch das Game Bioshock habe ich so die Let's Play-Szene so ein bisschen für mich entdeckt. Das war schon toll. Nee, ich habe von CK sogar noch einen Skyblock Let's Play geguckt. Ha! Also war CK sogar mein erster Minecraft-YouTuber, Leute, ihr wisst Bescheid. Den wird aber keiner mehr von euch kennen, das ist ein ganz, ganz alter. Der macht doch inzwischen, glaube ich, nichts mehr. Die zweite Frage von dir ist, was magst du an Sandra am meisten? Ja, also was gibt's da alles so ein bisschen, naja, in Charakter. Vor allem also den. Das mag ich so richtig stark an ihr und geh Essen kochen! Alter! Naja, auf jeden Fall ihren Charakter, ihr Aussehen. Die dritte Frage ist, magst du Züge? Games4U fragt, #frag den Würfel, wirst du zur Gamescom gehen und wann und wegen Fotos? Ich liebe deine Video. Du gute Deutschhaben, danke schön, dass du meine Video lieben. Ansonsten gehe ich zur Gamescom und ich werde da auch Fotos machen, wenn ihr das unbedingt möchtet, also habe ich nichts dagegen. Ich bin mit der Gamescom, Alter. Ich bin bei der Gamescom mit BM und Kulta wahrscheinlich. Das wird ganz cool und fresh. Da können wir uns alle da auf jeden Fall antreffen. Das wird ganz cool und fresh, wie bereits erwähnt. Mein Akku blinkt schon, dass er keinen Bock mehr hat, hier weiterzumachen und ich aufladen soll. Deswegen nehme ich jetzt noch eine Frage rein. Und zwar die Frage von Lischi. Wissen deine Mitschüler, dass du YouTube machst? Hashtag fragt den Würfel. Nee. Ist eigentlich ganz geheim. Also weiß wirklich niemand. Ich wüsste echt nicht, was passieren wird, wenn das rauskommen wird. Geheim. Okay, nur mal die Ironie zu beseitigen, damit jeder versteht. Meine ganze Schule weiß, dass ich YouTube mache, damit ich mal eine Pause erlebe, wo ich kein Cubeplay TV irgendwo höre. Da habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also, das ist, glaube ich, fast schon unmöglich. Also, es weiß wirklich fast jede Jahrgangsstufe, jeder dritte Lehrer weiß es.
Es ist einfach krank, wie sich das mal meine Schule verbreitet hat. Vor allem, weil es halt noch Bayern ist. Da ist das YouTube-Ding sowieso nicht so krass verbreitet, weil ich komme aus Bayern. Und da ist es noch ein bisschen abnormaler und dann, naja, keine Ahnung. Also, meine ganze Schule weiß es. Aber ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Am meisten nerven nur diese Leute, die meinen, sie müssten sich darüber lustig machen, aber... I give a fuck, bro. Eine letzte Folge von Slendercraft HD. Hashtag fucking Würfel spielst du mal Skywars mit Abonnenten? Ja, gerne. Also ich habe hier ein paar von euch auf dem Gommi-Server als Freund. Und wenn ich das nächste Mal Skywars aufnehme, vielleicht schreibe ich dann den einen oder anderen an. Lade ich in eine Party ein. Also dies, das. Wenn ich auf Gommi und nicht als Freund habe, könnt ihr mich gerne adden. Ich nehme da eigentlich so gut wie jeden an. Und ja. Gut, das waren mal wieder ein paar Fragen von euch. Ich würde mich sehr stark über ein Like freuen. Vielleicht schaffen wir 30 Likes. Ich denke mal, das knacken wir auf jeden Fall bei einem Vlog. Beziehungsweise FAQs. Ist gar nicht so schwer. Ansonsten, hier die Abstimmung, was ihr morgen sehen wollt. Und würde mich freuen, wenn ihr da abstimmen würdet, wenn ihr ein Like da lasst, dann komme ich vielleicht eventuell noch, keine Ahnung, schreibt da einfach rein, Cube ist cool, das ist immer gut und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder bei dem, was ihr abstimmt, bis dahin, ciao, meine lieben Cubies.